Na denn, auf in die letzte Etage, bitte, wenn es der Steinkopf denn so möchte. Ihr habt die vierte Etage bezwungen, mehr oder weniger. Speichern? Ja, nö, ich bin unbesiegbar und habe sowieso gerade gespeichert. Aha. Und welche Prüfung ist hier zu erwarten? Und ich sehe da schon einen Geheimgang. Ich bin eure Prüfung. Professor, machen Sie mit diesem Pflege dasselbe wie mit seinem Kumpan. Professor? Ich fürchte, ich habe auch nicht die blasseste Ahnung, wie ich das fertiggebracht hatte. Einerlei, daneben herkömmliche Handarbeit. Kopftentakler erscheint. Den werden wir erstmal einschätzen. Und der Rest geht in Deckung. Also, der Kennerblick sagt uns 1000 HP. 150 MP. Stärken, Element Wasser, belächelt Schusswaffen leider zurecht. Wir haben keine großartigen anderen Waffen. Also für Magwitz, ich meine gerade nur den Magwitz. Natürliche Resistenz gegen Blindheit und K.O. Geheuer hat eine Resistenz gegen Sterben. Schwäche gegenüber Feuer, Donner, Schläge. Also wie seine Artgenossen. Feuer, Donner, Schläge. Gut, wir haben nur einen Gegner, da reicht ein Faustschlag völlig aus. Ebenfalls der Hieb die Kreatur. Und Schutzmauer für Elienor, während der Heiß nur sehr wenige HP hat und deswegen erstmal in Deckung geht. Ich meine, in die Verteidigung. Halt er mal seinen Geflatter still! Kann er unmöglich seinen Kopf anvisieren! Oh, weia. Nee, ich brauche nicht speichern, ich bin unbesiegbar. Und ich bleibe dabei. Hier wär's jetzt mit Heilung wäre nicht schlecht. Gruppenheilung, ne? Die wird nicht sehr viel bringen. Eine mittlere Heilung für Heißen auf jeden Fall. Der pfeift ja schon aus dem letzten Loch. Oh weh. Fragt sich, wie oft er das noch einsetzen kann. Der hat ja nicht gerade wenig MP. Oh shit. Ich meine, oh nein. Ich meine, kacke. Ich meine, oh shit. Gut, dass ich die meisten Heilobjekte verkauft habe. Für diese nutzlosen Waffen? Oh je. Hieb, Stampf. Oh je. Das wird nicht gut enden, Leute. Nope, das wird nicht gut enden. Ihr täppischen Affenabkömmlinge. Ahnt ihr überhaupt, mit wem ihr hier euren Geist messt? Kommt hier vielleicht irgendwer zu Hilfe? Ich glaube nicht. Es gab schon einen Grund, weswegen wir vorher speichern konnten. Wir können sich großartig heilen. Oh, doch, Moment, heilt 250 HP. Müssen wir so machen. Mir bleibt jetzt gar nichts anderes übrig. Ich hoffe nur, dass dieses Vieh nicht die Initiative hat. Bei der nächsten Runde. Die Kreatur kann... Die müsste noch angreifen können. Wenn Elienor eine Gruppenheilung versucht. Sehr gut. Ach, doch bitte auf damit. Wollte ich auch gerade sagen. Ganz meiner Meinung. Uwe. Mittlere Heilung, heißen Deckung. Ist jetzt vielleicht nicht die optimale Lösung für diesen Kampf. Aber mir fällt nichts Besseres ein.
Faustschlag. Solange wir über 50 bis 60 HP sind, mache ich mir eigentlich wenig Sorgen. Der könnte uns allerdings in Windeseile allesamt auf unter 50 HP werfen. Dann haben wir ein Problem. Ihr könnt nicht widerstehen, ihr dürft nicht widerstehen. Wir werden sehen. Ich habe jetzt einen längeren Kuraufenthalt nötig. Unmöglich, unmöglich! Haben wir ihn gleich. Das wäre primös. Balsamöl. Oder? Nee, kein Balsamöl. Vergesst das Balsamöl. Alles drauf. Große Nebelwolke von Magwitz ist geblendet, nicht betroffen. Nein! Was tut er da? Jawohl! Wir haben den fiesen Feind besiegt. 52 Taler gefunden. Und Blindheit gelernt. Hurra, ich bin blind! Bitte was? Diese Wesen verfügen über eine enorme Stärke. Er hat uns einzig und allein mit seiner Geistesmacht bekämpft. Wir können vom Glück sagen, dass wir in der Überzahl waren. Dieses Mal. Beim ersten Versuch. Das ist natürlich einzig und allein an meinem Können zu verdanken. Der Doppelmond ist ein altes, okkultes Symbol der Marsianer mit etlichen Deutungsebenen. Warum nicht? Das haben wir uns jetzt verdient. Und vielleicht eröffnet uns das ein völlig neues Bild auf den Anfang dieses Spiels, wo wir ebenfalls diesen Symbolen begegneten. Mein Gott, so. Wir machen noch einen waschechten Bildungsbürger aus Ihnen, lieber Freund. Dieses Doppelmondzeichen verweist auf den Mars, der ebenfalls über zwei Begleiter verfügt. Zugleich stehen die Monde aber auch für das Alte, für die Vergangenheit und ihren Mythenzauber. Der Legende nach verliehen die Zwillingsgottheiten den Tentaklern die Gabe des Gaukelns. Dieses Zeichen hier ist somit ein Wahrzeichen der Macht der Marsherren und zugleich eines der Ohnmacht ihrer Sklaven. So. Und dies? Ein Symbol des Lichtes. Die Marsherren gehören zur Spezies der Vernunftgläubigen. Wo zugleich das dem Pakt nicht zu trauen ist. Gehören zur Spezies der Vernunftgläubigen. Typisch Militär. Weigere mich damit herumzuspielen. Habe gerade stiefelblank gewonnen. So, dies hier sieht aus wie ein Geheimgang. Du fühlst massiven Stein. Noch. Kurz Blitz, ein Stein. Ein recht gewaltiger. Müssen wir den etwa herunterschieben? Bleiben mir nicht sehr viele Alternativen. Ne? Nee, bleibt nur diese eine Richtung. Der fällt. Und fällt. Und fällt. Angekommen! Irgendetwas haben wir bestimmt gerade kaputt gekriegt. Ob das so beabsichtigt war? Und nun? Läuft hier formidabel. Attacke! Ich will sehen, was kaputt gegangen ist. Nun, etwas hat sich aktiviert. Ging etwa nur der Stein kaputt? Und hier oben leuchtet er gar nicht. Da hat wohl jemand nicht richtig aufgepasst. Na dann, was mag uns erwarten? Heilung? Bitte Heilung. Alt, dunkel, muffig. Gnädigste werden doch jetzt hoffentlich nicht vom Putz. Ich versuche immer irgendwo Umlaute einzustreuen und ich weiß nicht wieso. Ich wollte nämlich gerade sagen, Pützfimmel. Gnädigste werden doch jetzt hoffentlich nicht vom Putzfimmel gepackt. Mit ein wenig Fantasie, etwas Mühe und viel Farbe könnte man aber etwas aus dem Raum machen. Wie meinen? Dort ein paar Tupfer Pastell und an der Wand etwas erfrischendes Rosa. Bitte nicht. Grundgültiger, der Albtraum jeder morbiden Existenz. Lassen Sie uns weiter, bevor Fräulein Eleanor im Kampf gegen die Marsherren zum Äußersten greift. Weibliche Inneneinrichtung.
Aber Sie müssen doch zugeben, dass der Mars vom wohnlichen Standpunkt aus besehen tiefste Provinz ist. Starren Sie nicht, was ist daran verwerflich? Hin und wieder ein paar Einrichtungsideen. Gehen wir weiter. Diese Frau. Netlaske Apertretna Artuna. An der Treppe rechts. Was? Halten. An der Treppe rechts halten. Okay, machen wir das. Rechts, rechts, rechts. Rechts, rechts, rechts. Rechts, rechts, rechts. Oder hieß das einfach nur so viel wie: Na, bitte am Geländer festhalten, damit sie sich nicht wehtun. Offen. Ein Buch. Lass uns das Buch zu einem der Pulte wuchten. Der Kerzenschein sollte zum Lesen ausreichen. Okay. Was ist das? Blitzerstein funkelt. Ist es etwa? Ich erkenne es. Wir halten hier ein seltenes marsianisches Artefakt in Händen, meine Freunde. Es wird Brückenkristall genannt. Ja, Buttendings. Kristall ist doch ein solch schwieriges Wort. Wir können vor Glück sagen, einen Experten ihres Ranges bei uns zu haben. Aber warum Dinosaurier? Falls das Dinosaurier sind. Es riecht aus dem Maul. Brr, eine abscheuliche Art von Schublade. Hopp, hopp, das Buch. Das Buch, schon wieder. Es ist schon wieder passiert. Aber auch nur beim Vorlesen. Hopp, hopp, das Buch muss auf eines der Lesepulte. Gut, gut. Ein riesiges Kirchen ist Lesepult. Von oben. Ja. Möchtest du in dem Buch lesen? Werden wir wohl müssen. Das Buch des Stahls. Fühlen Sie nur, meine Herren, diese Seiten sind aus Metall. Und sie könnten durchaus etwas Öl vertragen. Durch den Rost sind sie kaum noch umzublättern. Und sie quietschen sogar. Unsere mächtigen Fangarme gruben sich tief ins Gebein des Bohnens und entrissen ihm, was er so eifersüchtig verbarg. Eisen. Weder die Echsen noch die schwächlichen Äffchen hatten dieses Geheimnis erkannt. Nur wir, die vielarmigen Meister, besaßen es nun. So begann es. So war der erste Schritt unseres Aufstieges getan. So erklommen wir den Gipfel. So herrschen wir. Aufgezeichnet zur vierten Wiederkehr des Himmelsbürgers im zweiten Durchgang. Das klingt ja arg freundlich, der Himmelsbürger. Prankatach, Wahrer der Loge der Formlosen. Schwülstiges Wirrwarr, habe kein Wort verstanden. Der Kern der Geschichte scheint mir in einer nun zu bekannten Wendung zu liegen. Vorteil durch Technologie. Wie meinen? So könnte es sein. Anfangs lebten mehrere Spezies nebeneinander, bis eines Tages die technologisch hochentwickeltere Gesellschaft von ihrer technischen Macht Gebrauch machte und sich die wilden Völker unterwarf. Mir scheint, dieses Gemäuer ist Kultzentrum und Archiv zugleich. Äußerst interessant. Finden Sie das nicht auch, Leutnant? Fein, fein. Sie entwickeln ja doch ein Interesse für Fragen höherer Wissenschaft. Falls sie dann zuhörte. Ein riesiges Knöchchen des Lesepult. Danke. Das andere Buch? Ja, was steht darin? Ist das auch das Buch? Oh, das Buch der Knochen! Das Buch verströmt etwas Unheimliches aus. Es scheint ein alter Sakraltext zu sein. Offenbar behandelt er alte Mythen der Marsherren. Oh, mit Bildern. Zum Ausmalen. Das Buch der Knochen. Donner war und peitschender Wind, als die Heere aufeinander prallten. Wahrlich, stolz und ungestüm flatterten die Banner der Irrsinnigen, ja. Gut gemacht, True, gut. Der Unsrigen. Mit scharfen Klingen schnitten wir in die Reihen der Echsen. Beine, Schuppen, Hälse durchtrennten wir zu Tausenden an diesem siegreichen Tag. Da gewahrte Heptomek, Großmeister des Ordens der Roten Würger, den gewaltigen Schkret. Mächtig prallten die beiden Streiter aufeinander. Schließlich stieß Heptomek der riesenhaften Schlange den Dreizack in den schwarzen Schlund. Mit Feindesblut überzogen kündete er den Sieg. Gebeugten Hauptes nahmen die einst stolzen Echsen ihr Los, Sklaven zu sein für die unbestrittenen Herren des gesamten Mars. Ah, die Echsen, die Dinosaurier. So geschehen und nicht verschrieben, so viele Rechtschreibfehler gab's ja nun auch wieder nicht, geschrieben im zweiten Umlauf der vierten Phase. Antakech, Diener der Bruderschaft der Acht Arme. Angenehme Lektüre, Buch weißt du gefallen.
nicht halb so gut wie Jim Rayner und das andere Buch, was wir lasen, das ist nicht StarCraft. Diese alten Sagen haftet oft ein wahrer Kern an. Vielleicht gab es ihn wirklich. Einen gewaltigen Kampf um die Herrschaft des Mars. Und dann wäre das hier? Eine Triumphhalle, gebaut aus dem bleichen Gebein des besiegten Feindes. Ju. Das wussten wir schon vorher. Aber gut. So, wir haben ein seltenes, mächtiges Artefakt gesammelt. Ein Brückenkristall. Wow. Und das ist dann wahrscheinlich das Ersatzteil für den Hebel. Reichlich unspektakulär, aber wenn dem so ist, dann ist dem so. Kein Wort zu diesem Geleuchte? Leider nicht. Ach, ich blende dieses Artwork nochmal ein. Hat viel Spaß gemacht, das zu zeichnen. Ist aber auch schon ewig her. Na dann, zurück in bekanntere Gefilde. Und schauen, ob wir uns dort nicht ein wenig ausrüsten können. Mit 1181 Talern? Glaube ich schon. Erstmal werden wir uns aber heilen.